Go-Spezial. Bühne frei für den neuen Seat Leon. Die vierte Generation des spanischen Kompakten tritt in große Fußstapfen. Die Generationen 1, 2 und 3 haben sich mehr als 2 Millionen Mal verkauft. Besonders beliebt ist der Leon auch bei uns in Österreich. Der schicke Spanier hat maßgeblich dazu beigetragen, dass Seat auf dem dritten Platz in der heimischen Zulassungsstatistik steht. Und da spielt der neue Leon noch gar keine Rolle. Immerhin bietet er eine Vielfalt, die man in dieser geballten Form sonst selten findet. Und das beginnt schon bei der Karosserie. Den neuen Leon gibt es nämlich als Hatchback und als Kombi. Bei beiden vergrößert sich sowohl Radstand als auch Gesamtlänge im Vergleich zum Vorgänger. Ergo, mehr Platz fürs Gepäck und vor allem auch für die Insassen. Na, der Leon vereint alle guten Eigenschaften, die man aus dem Konzern kennt. Verlässlichkeit, Technologie, alles mittlerweile vernetzt, hybridisiert, elektrifiziert, mit Erdgas betrieben, all das kann er. Aber der Leon ist was Besonderes. Der Leon ist einfach das, was einen guten Anzug von einem Stangenanzug unterscheidet. Er ist einfach eckiger, kantiger, schöner, unverwechselbarer und er ist einfach eine Design-Ikone, die hier geschaffen wurde. Dieses Kompliment freut Alejandro Misonero Romanos besonders, denn er hat den neuen Seat Leon entworfen. Wie es entstanden ist, erklärt er uns am besten selbst. Sie werden überrascht. Zuerst entsteht das Design in meinem Kopf, dann zeichne ich mit dem Stift. Und woran denkt man dabei? Kurven, immer. Beim Autodesign, aber auch beim Fahren. Fehlt nur noch der passende Sound. Born to Run von The Boss, Bruce Springsteen. Was begeistert das Designerherz denn am meisten? Wahrscheinlich die dreidimensionale Verbindung zwischen Scheinwerfer und Kühlergrill. Die gibt dem Leon seinen unverkennbaren Look. So stylisch der Leon von außen ist, so modern ist er von innen. Physische Knöpfe findet man beinahe gar nicht mehr. Der große Infotainment-Bildschirm dominiert das Cockpit. Darunter befinden sich Touchbalken für die Temperatur und die Musiklautstärke. Auffällig sind die markanten Lüftungsdüsen und die indirekte Beleuchtung. Die digitalen Armaturen wurden noch einmal verbessert, genauso wie die Smartphone-Integration. Genug erklärt, jetzt wird gefahren. Welche Motorisierung Alejandro in seinem Leon hat, wissen wir leider nicht. Aber die Auswahl an Aggregaten ist riesig. Der neue Seat Leon ist mit klassischen Benzin- und Dieselmotoren erhältlich. Außerdem kann der schöne Spanier mit Erdgas betrieben werden. Für Freunde der Elektrifizierung hält Seat zwei Hybridstufen parat. Zum einen der Mild-Hybrid und zum anderen der Plug-in-Hybrid. Man kann es drum herum reden, wie man will. Wir müssen runter mit dem CO2. Da ist der Plug-in-Hybrid das ideale Auto und gerade im Leon Kombi, der jetzt wirklich viel Platz hat. Das ist einfach die moderne Art der Bewegung, wobei man auch die Benzin- und Dieselmotoren nicht vergessen sollte. Denn mittlerweile haben wir Benzinmotoren, die haben so wenig Verbrauch, dass sie keine Nova mehr haben. Und das ist eine Idealkombination und das zu einem leistbaren Preis ist in Ordnung. Und mit dem neuen Leon ist man nicht nur gut angezogen, sondern man hat auch ein gutes Gewissen, ein wirkliches Technologiewunder zu fahren. Rein elektrisch schafft der Plug-in mehr als 50 Kilometer. Das bringt privaten Haushalten 1.500 Euro Förderung und Dienstwagenfahrern den begünstigten Sachbezug von 1,5%. Und wir werden, wenn man den Porsche Bank Bonus abzieht, unter 18.000 Euro anfangen. Das heißt, ein Preis-Leistungs-Verhältnis, das besser ist, als wie der alte Leon hatte. Das heißt natürlich, wir wollen damit frech am Markt sein, wir wollen erobern, wir wollen rausgehen und sagen, Leute, kauft einmal dieses Auto, dann seid ihr nicht nur gut angezogen, sondern ihr habt auch noch genügend Geld für andere Dinge, die im Leben so wichtig sind, zur Verfügung. Und ich glaube, das ist ein sehr faires Angebot.